Moin, liebe Schülerinnen und Schüler in Neumünster an der Holstenschule. Mein Name ist Jan-Philipp Albrecht, ich bin einer eurer Europaabgeordneten und ich grüße euch hier aus Brüssel, der Hauptstadt Europas und dem Europäischen Parlament, in dem ich mich hier befinde. Und ich habe gehört, dass eure Europafahne an eurer Europaschule beim letzten Sturm zerstört wurde. Und da haben wir uns kurzerhand hier überlegt, dass wir euch einfach eine neue Europafahne besorgen. Die wird euch jetzt zugeschickt und wir hoffen, dass ihr damit viel Freude habt und sie die Schule wieder schmücken kann. Und ich glaube, dass das ein wichtiges Zeichen ist, weil ihr als Europaschule auch ein Vorbild seid für das für die Auseinandersetzung mit Europa und weil ich glaube, dass das in einer Zeit, in der wir über die Zukunft Europas sehr intensiv diskutieren und ja auch bei der Europawahl am 25. Mai wieder sehr wichtige Entscheidungen dazu fällen, es ein absolut wichtiges Signal ist, diese Europafahne auch zu zeigen und stolz auf die europäische Einigung zu sein. Ich hoffe, dass es euch freut und wünsche euch viel Spaß mit der neuen Fahne und natürlich weiterhin viel Erfolg in eurer Schule. Tschüss!